So, da sind wir wieder. Ich war jetzt gerade im Offscreen, also etwas fleißig, und habe die Waffen zusammengesammelt, die wir für die Seelen brauchen. Also man kann sehen, wir haben ein Langschwert plus 10, ein Schwertgriff plus 10, ein Falchion plus 10, ein Iaito plus 10. Beziehungsweise ich sollte es verallgemeinern, weil das sind nicht die Waffen direkt, sondern die Waffengattungen. Also ein Schwert plus 10, ein kaputtes Schwert plus 10, ein Krummschwert plus 10, ein Katana plus 10, eine Axt plus 10, ein Speer plus 10, eine Faustwaffe plus 10, ein Bogen plus 10 und einen Schild plus 10. So, das sind die Sachen, mit denen man was mit den Seelen anfangen kann. Aber bevor wir das machen, fehlt uns noch eine Seele. Und dafür müssen wir mal wieder zum Finsterbundgrab. So, nach Anolondo. Hier ist nämlich ja noch eine Nebelwand. Und ja, hier kann man dem Finstermond Covenant beitreten oder durch die Nebelwand gehen. Durch die Nebelwand gehen triggert einen Boss. Und ganz ehrlich, zum einen mache ich den Boss, weil es hier noch ein sehr nices Wunder für einen Paladin wie mich gibt. Oder einen Astora-Ritter, wie man es nennen möchte. Zum anderen sollte man diese Nebelwand ziemlich zum Schluss vom NG machen. Und auch nur dann. Weil wenn man den Boss hierhinter tötet, begeht man eine unumkehrbare Sünde, die nur im New Game Plus, also im nächsten Durchgang, verschwindet. Ja, aber man kriegt ein ziemlich nices Wunder, deswegen möchte ich diesen Boss gerne noch machen. Vor allem, weil er ziemlich einfach ist eigentlich. What foolishness! Why trespasseth upon the great Lord's tomb, whilst thou art a disciple of the Dark Sun? Mark the words of myself, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. Ja, dunkel, finster Sonne, Gwyndolin. Da war sie, war er gerade. Und ja, es ist ein Er, der auf komischen Tentakeln steht und uns mit irgendwelchen Pfeilen beschießt, die böse Aua machen können. Aber wir können uns zum Glück hier hinter verstecken. Und ja, er schießt mit einem Bogen. Und er zaubert auch. Wow, was ziemlich Aua macht. So, wir wollen näher an ihn ran. Bevor er sich porten kann und ihm eine verpassen. Das ist die ganze Taktik bei ihm. Immer gucken, dass wir an ihn rankommen. Den Homing Soul Masses ausweichen. Die er verfeuert. Uah, so gut es geht. Wow. Ja, eigentlich hoffen am besten, dass er das da verfeuert. Weil das kann man am leichtesten blocken. So. Und ihm wieder eine verpassen. Oder auch gleich zwei haben wir ihm dieses Mal verpassen können. Wow. Homing Soul Mass. Einfach warten, bis er genügend davon abgefeuert hat. Weil solange wir nicht nah genug an ihn rangehen, portet er sich nicht. Autsch. Und dann können wir... Genau. Warten, einfach warten, bis er seine komischen Pfeile verschießt. So, und ihm eine verpassen. So. An eternal curse upon thee. Und damit haben wir auch den Zauber, den er auf den langen Gang gelegt hat, vertrieben. So, wir haben seine Seele bekommen.
Und wir können jetzt hier hinten noch Kisten plündern. Genau, nämlich 3 Stück. Die in der Mitte ist am wichtigsten. Und hier liegt, hier ist ein sehr großer, ist das ein Sarg eigentlich? Naja, es liegen jedenfalls Blumen oben drauf. Also ja, ob das wirklich ein Sarg sein soll, ist die... Ich glaube, es soll ein Sarg sein oder ein Totenbett. Auf jeden Fall sind hier 3 Truhen. In einem ist das Set der Feuerhüterin von Anno Londo. Die ist übrigens jetzt stinkig auf uns. Da ist das Wunder, das Sonnenlichtschwert. Und hier ist ein Stuhl, auf dem Gwendolyn wohl die ganze Zeit gesessen ist. Und eine leere Truhe, ja, eine Trolltruhe. Und ja, ich könnte ein Sarg sein. Wobei ich mich frage, ob Gwyn wirklich so groß sein war. Na gut, ich weiß, wie groß Gwyn eigentlich ist. Gwyn ist eigentlich so groß wie seine Statue, die im Hauptraum steht. Überall Silberritter. Gut. Gehen wir zurück zum Leuchtfeuer und porten uns wieder in die Kammer der Prinzessin, weil wir von da aus am einfachsten zum Schmied kommen, ohne dass wir ja die Feuerhüterin aggroen. Ach übrigens, wir haben ja noch 2 Sets, die ich kurz vorlesen will. Der Helm, die Rüstung. Der Helm der Finstermondritterin der Feuerhüterin von Anno Londo. Als Untote besuchte sie die Finstersonde Gwendolyn im Mausoleum der gewandenen Tiefen, wurde zu einer Finstermondflinge und verpflichtete sich, die Flamme zu hüten. Seinerzeit erhielt sie diesen Helm. Er hilft bei der Jagd auf Schuldige und verbirgt ihr garstiges Aussehen. Ja, das steht bei allen Sachen. Und das hier ist die schwarze Ritterrüstung. Die Rüstung der schwarzen Ritter, die Lordwyn heimsuchen. Als Fürst Gwyn, die sich aufmachte, die Flamme zu binden, folgten ihm die Ritter. Doch sie verbrannten in der neu entfachten Flamme zur Asche und ziehen seither als körperlose Geister durch die Welt. Also ja, wir haben ein paar Ritter gesehen, die wohl überlebt haben und sich abgewendet haben. Und die restlichen sind die Geister, die auf der Treppe zwischen dem Feuerbandaltar und dem Ofen der ersten Flamme hin und her wandern. So, teleportieren wir uns zur Kammer der Prinzessin. Jetzt gilt es nämlich, Seelen aufzuwerten. Ja, wir können nämlich einerseits viel aus den Seelen erfahren, andererseits aber auch viel aus den Waffen, die wir daraus schmieden können. Noch über die Charaktere. Deswegen wird das jetzt hier noch eine etwas längere Aufnahme, bevor ich mich dann zum Endfight begebe. So. Einmal ab durch die Mitte. Flakone brauchen wir zurzeit nicht. Ja. Ach, die ignoriere ich einfach mal. Ist ja nichts dabei. Ihr seid nämlich nicht besonders schnell. So, weg mit dem Silberritter. Die übrigens immer noch nicht stärker sind als schwarze Ritter. Also ja, Silberritter schaffe ich mit 1,5 Schlägen. Schwarze Ritter brauchen 3. Gut. Ich werde jetzt die Seelen durchgehen, also eine Seele nehmen, den Text vorlesen und dann euch zeigen, welche Waffen man aus dieser Seele machen kann und euch die Texte der Waffen vorlesen und dann eine Waffe daraus auch schmieden. So. Okay. Fangen wir mit der ersten Seele an. Das müsste der Mondlichtschmetterling sein. Bum, 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 bum. Seele Mondlichtschmetterling. Die Seele des mystischen, des Finsterwurzgarten durchflatterten Mondlichtschmetterlings. Besondere Wesen besitzen besondere Seelen. Die Schmetterlingsseele ist eine Schöpfung Sivs des Schuppenlosen. Mit diesem Objekt kannst du eine Menge Seelen erhalten oder einzig... Ja, okay, den letzten Teil lese ich jetzt nicht mehr vor. Also ja, wir haben auch mehrere Mondlichtschmetterlinge in der Kristallhöhle gesehen.
Die jedoch waren friedlich im Gegensatz zu dem im Finsterwurzgarten. Ja, das kennen wir alles. Und zwar Bosswaffen können wir jetzt schmieden. Gut. Die Finstermondwaffen sind einmal Mondlichtschmetterlingshorn. Dazu kann ich leider den Text nicht anzeigen, was doof ist. Und der Kristallschild. Genau hier. Ich nehme mal den Kristallschild. Abbrechen. Weil aus dem Schild kann ich, also bevor ich das jetzt mache, aus dem Schild kann ich auch das Großschild von Artorias machen mit Sivs Seele, die ich nachher noch vorlesen möchte. Also das ist dann das Großschild, was wir bei Siv in der Vergangenheit gefunden haben, nur in heilem Zustand. Aber ich entscheide mich jetzt mal für das Kristallschild. So, Kristallringschild. Gut, erste Seele ist weg. Ja, Kristallschild. So, da steht Waffe des Mutlich-Schmetterlings. Ja, dem Finsterwurz. Ihm wurde die gleiche Macht eines Kristalls inne wie dem Schmetterling, den Sev der Schuppenlose schuf. Kann Kristalle Lichtringe aussenden. Also ist eine ganz interessante, ein ganz interessantes Schild für Magiebegabte vor allem oder für jemanden, der sich vor Magie schützen will. Gut. Nächste Seele. Ups. Nächste Seele wäre, glaube ich, Chaoshexe Quilak, oder? Ja, Hexentochter Quilak. Die Seele von Quilak, einer einstmaligen Tochter der Hexe von Aesolith, die mittlerweile jedoch ein Chaosdämon ist. Besondere Wesen haben besondere Seelen. Quilaks Seele weist sämtliche Aspekte des Chaos auf. Und ja, das mit den Seelen kennen wir ja schon. So. Aus ihrer Seele können wir zum einen Quilaks Furienschwert und die Chaosklinge machen. Ich entscheide mich für die Chaosklinge in dem Fall. Obwohl das Furienschwert, sieht man, macht 170 Feuerschaden. Ja. Das ist eine EB-Waffe und das ist eine B-Waffe, eine Waffe, die nur auf Geschick ist. Aber ich entscheide mich trotzdem für die Chaosklinge. Die ist, glaube ich, interessanter als das Folienschwert. So. Gut. Gucken wir uns mal kurz das Folienschwert an. Die Chaosklinge an. Ein geschwungenes Schwert, das einst Quilak, der Tochter der Hexe von Aesolith, gehörte. Die in einen Chaos-Dämon verwandelt wurde. Die Klinge birgt die chaotische Natur von Quilak und zeichnet sich durch eine fleckige Maserung aus. Der Benutzer wird genau wie seine Feinde davon zerfressen. Also ja, immer wenn man einem Gegner damit Schaden macht, nimmt man selber Schaden, was ein bisschen blöd ist. So, nächste Seele. Als nächstes haben wir Eisengolem. Die Seele, die dem Eisengolem, den Hüter von Sens Festung und vielfachen Heldentöter von Adolondo als Kernstück dient. Ja, wir haben ihn überlebt. Ursprünglich ein Knochen eines immerwährenden Drachens. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge, ja, kennen wir alles. So. Mit dieser Seele können wir zum einen die Axt zu einer Golem-Axt machen oder den Zestus zu einer Drachenknochenfaust. Ich nehme die Drachenknochenfaust. Für diesen Zweck. Ja. Und dann schauen wir sie uns mal einfach an. Drachenknochenfaust. Diese Waffe gehörte einst dem Eisengolem und Wächter von Sens Festung, der zahlreiche Helden im Sturm auf Anor niedergestreckt hat. Die Götter vermengten die Macht der Seele mit dem großen Knochen der Drachen und erschufen so einen geeigneten Kern für den riesigen Golem. Ja, das ist eine Drachenwaffe. Im Gegensatz zu den anderen Waffen, und man sieht, die hat einen Stärkebonus von A. Also wer gerne Faustkampf machen will, für den ist die Waffe sehr gut geeignet, vor allem weil sie unzerstörbar ist mit 999 Robustheit. Und im Gegensatz zu den anderen Bosswaffen wird sie mit Drachenkernen aufgewertet, aber das zeige ich euch gleich noch. Ja, ups. Nächste Seele.